So, hallo zusammen zu einem neuen Filmduell. Und ich habe heute mal zwei Filme rausgesucht. Also das eine sind jetzt zwar drei, aber das eine ist nur der zweite Teil. Den habe ich nur mal der Info halber mal hier mitgebracht. Was heißt mitgebracht? Aus dem Regal raus. Das sind zwei ältere Kandidaten aus den 80er Jahren. Ende der 80er. Da habe ich hier zwei Haudegen. Man at Work. Man at Work, hier, schaut es euch an. Die Müllmänner vom Dienst. Mit Charlie Sheen und Emilio Estevez. Die beiden Brüder. Warum die jetzt unterschiedliche Namen haben, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall Brüder. Und die treten heute an gegen einen alten Klassiker aus derselben Zeit. Richard Dreyfuss und auch Emilio Estevez. Also, Stakeout. Stakeout aus den 80er Jahren. Richard Dreyfuss. Das ist auch ein absolut genialer Film. Und es wird es mir jetzt echt verdammt schwer machen. Also, ich muss dazu sagen, Stakeout gibt es leider nicht auf Blu-ray. Und ich weiß nicht warum. Genauso wenig wie den zweiten Teil hier, Stakeout 2. Ja, der nicht Gegenstand dieses Filmduells ist. Auch sehr gut, kommt nicht ganz an den ersten ran, aber beide gibt es nicht als Blu-ray, was mir völlig unverständlich ist, aber trotz allem bin ich froh, dass es Man at Work jetzt auf Blu-ray gibt. Den hatte ich am Anfang auch nur in im englischen Cover mit deutscher Tonspur. Jetzt kommen wir zu der Bewertung. Also jetzt geht es erstmal darum, warum habe ich die beiden Filme duellieren lassen. Also Fakt ist, dass hier in Man at Work die beiden Müllmänner einen Stakeout durchführen. Also die beschatten jemanden aus der Nachbarschaft, so ein bisschen wie Alfred Hitchcock das Fenster zum Hof. Aber das ist ja nur eine kurze Sequenz. Im Endeffekt, das ist ein sehr interessanter Film, macht auch eine Mordsmenge Spaß. An sich ist es jetzt eine reine Actionkomödie. Und hier eigentlich auch eine reine Actionkomödie und auch Emilio Estevez, beide haben Emilio Estevez. Und hier, wie der Name schon sagt, auch ein Stakeout findet hier auch statt. Da geht es ja darum, dass eben da eine Frau beschattet wird, der ihr Ex-Lover eben im Knast sitzt und der wohl in kriminelle Sachen da verwickelt war und da gibt es noch, ich glaube, Geld aus einem Banküberfall oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall muss die Frau beschattet werden. Der bricht, glaube ich, auch aus und deswegen wird sie beschattet und dann, ja, wie auch immer, ob quasi sie zu ihr, ob er zu ihr zurückkommt, damit sie ihn festnehmen können, egal wie. Also es ist ein Stakeout und da haben wir auch ein Stakeout. Also jetzt wird es echt verdammt schwierig für mich. Ich finde sie beide geil. Ich finde sie beide geil und machen mordsmäßig Spaß. Beide Filme. Deswegen fällt es mir jetzt unheimlich schwer, hier einen Sieger davon kommen zu lassen. Hier, da ist ja zum Beispiel auch eine Leiche dabei. Die finden ja auf ihrer Tour in einer Mülltonne eine Leiche. Das ist also absolut köstlich. Also dieses Duo ist absolut köstlich. Und dieses Duo ist natürlich auch absolut köstlich. Richard Dreyfuss ist ja auch genial im Duo mit Emilio Estevez. Und ich kann es jetzt, also das ist mehr Komödie, auch Komödie. Also Komödie würde diese gewinnen. Wenn es jetzt darum geht, was ist jetzt die bessere Komödie, wird wahrscheinlich dieser Film gewinnen. Aber wenn ich jetzt eine Gesamtbewertung abgeben muss, und die muss ich ja, und es muss ja einen Gewinner geben, dann gebe ich jetzt Stakeout, auch wenn der zweite Teil es da keine Bewandtnis hat, aber es gibt zum Glück einen zweiten Teil, der auch sehr gut ist. Also es gibt hier 5 Punkte und 4,9, also auch fast gleich auf, ist Man at Work, die beiden Müllmänner. Das ist echt super genial, muss ich sagen. Mir gefallen beide Filme sehr gut. Stakeout hat jetzt halt gewonnen, aber Man at Work war dicht auf den Fersen, würde ich sagen. Okay, hat mal wieder Spaß gemacht, zwei Filme hier rauszusuchen für euch. Und dann würde ich sagen, wir treffen uns
beim nächsten Filmduell. Macht's gut, bis dann, ne? Ciao.